Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Video der Mordlach-Series. Und zwar beschäftigt die sich logischerweise mit den drei neuen Abfüllungen der Core Range von Mordlach, womit wir beim letzten angelangt sind und ja, dem vermutlich wohl so ein bisschen als Prunkstück zu sehenden 20-jährigen Mordlach mit dem Namen Corey, Cowie, Black, Blue Seal, irgendwie sowas. Ich muss sagen, ich kann den Namen leider nicht richtig aussprechen, da ich nicht weiß, wie man den guten Herrn Corey, Cowie ausspricht. Worum geht es bei diesem, sagen wir mal, Beinamen? Ist relativ einfach. Eine ganz entscheidende Familie in der Historie von Mordlach ist eben diese Familie Corey. Allem voran im Grunde George Corey, der früher mal Ingenieur war und im Eisenbahnausbau mitgeholfen hat und so weiter, den auch vorangetrieben hat. Später dann in das Thema Single Malt Whisky reingegangen ist. Und ja, soweit ich weiß, wird dem nachgesagt, dass der sozusagen in der Mordlach, in den Lagerhallen einzelne Fässer mit einem blauen Siegel für sich selbst markiert haben soll. Das heißt, das geht im Grunde so ein bisschen in die Richtung, dass man hier ja was ganz Besonderes probiert, was, also sozusagen die besten Sachen, die besten Fässer und so weiter, die sind hier drin. Ja, womit haben wir es von den Randdaten zu tun? Logischerweise einen 20 Jahre alten Whisky. Dann, ja, bei den Fässern etwas ominös, weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ex-Sherry- und Whisky-Refill-Fässer. Whisky-Refill, ja. Das kann natürlich vieles sein, es können Bourbon-Fässer sein, es kann im Grunde jegliches Refill-Fass sein. Ja, schwierig. Gut, dann, ich habe mich ja bei den letzten, also gerade beim 12er, extrem lustig gemacht über die, sagen wir mal, ja, die Trinkempfehlung. Hier ist sie sicherlich vernünftig, wie schon beim 16er, neat, also sprich pur. Oder mit ein paar Tropfen Wasser, um zusätzliche Lagen und Komplexität zu entdecken. Das Diagramm habt ihr auch gesehen, ist, sagen wir mal, holzig scheinbar, aber ansonsten nicht sonderlich ausgeprägt. Es soll wohl eher auf der Holznote liegen und dann gleichermaßen auf Frucht, Würze, Frische und Malzigkeit. So. Bevor ich was zum Thema Preis und dergleichen sage, und das dreht sich natürlich bei dieser neuen Series von Mordlach, bei der neuen Core Range, dreht sich vieles um den Preis. Denn letztlich war das einer der Kritikpunkte früher und die Frage ist natürlich, ist die Destille jetzt seinen Preis wert in der Core Range? Ich zeige euch mal noch die Flasche, aber ihr habt da an und für sich nichts verpasst, wenn ihr das nicht gesehen habt, denn das Design ist komplett neu, komplett gleich wie beim 12er und beim 16er. Sie haben jetzt nicht nochmal ein extra Design gemacht für den 20er. Ja, gut. Alles klar. Ich habe schon eingeschenkt vor etwa 20 Minuten. Es ist ein 20-jähriger Whisky. Ich wollte ihm ein bisschen Zeit geben. Die Eckdaten sind genau die gleichen wie auch schon zuvor. Das heißt, wir sind wieder bei 43,4%. Da haben sich aber entschieden, dass sie da sein wollen. Er ist weiterhin gefärbt und er ist auch weiterhin kühl gefiltert. Ja, ich sage mal, man merkt die Würze vom Holz. Man merkt klar, hier ist, dass der ist in einem Eichenfass gelegen, das merkt man sehr deutlich. Aber noch davor liegt für mich eigentlich der ja, zuckrige Süße. So ein schöner Stich von Vanille und vor allem Frucht, Frucht, Frucht. Also, wir haben hier wirklich eine Vielzahl von, ja, von Früchten. Es hat so ein bisschen was von, ja, von einem Beerenmix, ja. So ein bisschen Heidelbeere, so ein bisschen Brombeere. Ja, vielleicht sogar so ein bisschen Erdbeere mit drin. Dazu dann ein bisschen hellere Steinfrüchte, Aprikosen, Nektarinen.
Also er ist sehr fruchtbetont mit einer durchaus auffälligen Würze von der Eiche. Und eben einer schönen Vanillenote und so eine dezenten Süße, die im Hintergrund mitschwingt. Er wirkt nicht 100% rund. Also er ist an und für sich sehr angenehm, weich, auch in den Aromen sehr angenehm. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen viele Whiskys probiert, die tendenziell, also die in einem ähnlichen Alter waren. Beispielsweise einen 19-jährigen Aberlour First Fill, die einfach runder erschienen. Ja? Der hier hat noch so eine leichte. Der hat so eine leicht kühlende Note vom Alkohol. Also ich finde den Alkohol bei 43,4% hier nicht ideal eingebunden. Das soll nicht heißen, dass der Alkohol mir zu stark ist oder dergleichen. Bin mir sicher, das würde im Geschmack nicht sein. Aber er sticht leicht in der Nase heraus. Und dann ist er halt einfach nicht so toll eingebunden für mich. Ansonsten eine sehr schöne Nase. Er hat das ähnliche Ding, was die beiden anderen Wortlass auch haben. Er fängt im Mund erstmal langsam an. Ich persönlich finde das gar nicht so schlecht. Ihm fehlt ein bisschen der Antritt, okay. Andere mögen das ja, wenn der Antritt sehr kräftig ist. Ich habe damit kein Problem, weil das nicht ist. Er wirkt im Geschmack heller von den Früchten. Er ist nicht. Diese Beerennote ist sehr reduziert. Für mich ist so ein bisschen ja, Erdbeer noch. Und ansonsten viel Nektarine. Auch ein bisschen härtere Nektarine, also eine weißfleischige Nektarine so ein bisschen. Vielleicht so ein bisschen Pfirsich auch. So Weinbergpfirsiche, wer die kennt. Dann so eine verdünnte Honignote. Dann kommt die Würze, also die Eiche, gerade in Richtung, logischerweise Richtung Abgang, zieht dann stark auf. Ist für mich, bleibt immer in einem angenehmen Rahmen, wird nie negativ. Aber der Abgang ist gut mittellang, also fast schon lang. Aber er ist sehr auf einer Note. Er ist sehr auf dem einen gleichbleibenden Eichenton. Da sind jetzt keine Gewürze noch nebenbei dabei für mich, die das interessanter machen, sondern es ist einfach ein Ton, der so ein bisschen erinnert, ja. Für mich so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus einem Kaffee und Tabakblatt. Und das ist so die eine Note, auf der bleibt er bis zum Ende durch. Was ich sagen muss, er wirkt im Mund, ich habe das ja vielleicht schon anklingen lassen durch den ja, verdünnten Honig. Er wirkt wie die anderen beiden Mortler. Also der 16er, glaube ich, fand ich noch besser. Aber der 12er hat er es auch. Er wirkt fast ein bisschen wässrig. Ja? Dass die 43,4% dann vielleicht doch ein Ticken zu wenig sind, einfach im Mund. Man merkt auch vom Alkohol im Mund überhaupt nichts. Ja? Er ist dann im Mund doch ein bisschen eindimensional. Die Nase verspricht eigentlich ein bisschen mehr. Im Mund ist er dann doch ein bisschen eindimensional. Ja, zwei, drei Fruchtnoten, verdünnter Honig und dann eben ja, Eiche mit Kaffeeausprägung und leichtem Tabakblatt Richtung Abgang und Abgang. Und mehr ist dann da auch nicht. Ja. Ich mache jetzt mal das, was noch vorgeschlagen wurde, auf dem Serviervorschlag. Ich gebe mal noch zwei, drei Tropfen Wasser dazu.
Das ist ja dann das Gleiche, was ich im 16er auch schon gemacht habe. Ich werde dann entsprechend. Okay. Mehr darf es nicht mehr sein. Aber es war nicht so viel. Auch wenn es jetzt ein kleiner Strahl war. Sag mal, ich nehme an, es war so 6 Tropfen, 6 Tropfen dann halt. Ärgert mich trotzdem ein bisschen. Ähnlicher Effekt wie beim 16er. Die Würze knallt dann stärker. Er wird deutlich würziger, auch im Geschmack merkt man schon viel eine voluminösere Würze. Die für mich jetzt hier sowas hat von Muskatnuss. Vielleicht auch so einen leichten Nelkentouch. Nee, nicht Nelke. Piment. Piment trifft besser. Piment und Muskatnuss ist das, was ich dann kriege. Im 16er hatte ich noch mehr so eine wirkliche Pfeffrigkeit. Hier ist es dann wirklich mehr Muskatnuss und dieses Piment. Das kriegt auch eine leichte Pfeffrigkeit. Also ich habe jetzt im Gegensatz zum 16er hatte ich ja wirklich nur zwei, drei Tropfen und habe diesen Effekt gemacht mit dem Öl nach oben ziehen. Hier war es jetzt mehr eine leichte Verdünnung im Grunde, weil es ein paar zu viele Tropfen waren. Hat aber einen ähnlichen Effekt. Es bringt wirklich die Würze nach vorne, aber die Frucht und die Süße tritt dafür nochmal ein Stückchen zurück. Wer ihn also würziger haben möchte, der kann das mit Wasser gut ausprobieren. Ja, kommen wir zu dem Punkt, was ich vorher angesprochen habe. Wir haben ja einen 20-jährigen Whisky, 43,4%. Gefärbt, kühlgefiltert, Standard-Range. Keine Limitierung, nichts. Kostentechnisch liegen wir hier bei über 200 Euro. Also ich würde mal sagen, zwischen 210 und 220 Euro, was ich gesehen habe, sind die gängigsten Preise. Ich habe in den letzten Tagen, beispielsweise habe ich ja gerade schon erwähnt, sind Erbelauer 19 Jahre First Fill Fass, eine Single Cask Abfüllung, entsprechende Limitierung in Fassstärke 53, irgendwas Prozent meine ich. Nicht gefärbt und nicht geölfiltert getrunken. Der kostet 200, gute 220 Euro meine ich. Und der ist allein schon von den Rahmendaten, das sieht sicherlich jeder, ist um ein Vielfaches besser. Und er ist auch im Geschmack um so vieles besser, er ist so viel intensiver, so viel mehr als dieser Mortlach hier ist. Dann anderes Beispiel. Es gab bei whisky.de vor ein paar Tagen ja, eine Einzelfassabfüllung, die sofort weg war. Glengoyne 20 Jahre aus einem First Fill Sherry Fass in 47,8% Alkoholstärke, weder gefärbt noch kühlgefiltert. In der Holzbox mit der Flasche des Glengoyne 25, wer die kennt, die ist extrem aufwendig. Die hat einen Metallkork, also einen metallumrahmten Kork, eine extrem schwere Flasche mit einem metallenen Siegel, mit einem Siegelband, entsprechend hochwertig die Aufmachung. Und da drin ist ein 20-jähriger Whisky First Fill Sherry Fass 47,8%. Die Flasche hat 170 Euro gekostet. Was ich im Grunde damit aussagen will, ist, dieser Whisky ist sein Geld nicht wert. Und zwar um Längen nicht. Das ist ein Whisky, wenn der 100, 120 Euro kosten würde, 120 Euro, würde ich noch irgendwo sagen, okay, gut, wer auf den Charakter von Mortlach steht und all das, macht das auf jeden Fall. Und wie soll ich sagen, das Thema ist einfach, man hat hier einen Whisky, der nicht schlecht ist. Wie ich auch schon beschrieben habe, gibt es durchaus Punkte daran, die mir gefallen. Aber es ist nichts daran Herausragendes. Ja? Es ist nichts daran Besonderes, es ist nichts daran in irgendeiner Weise, so dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal. Dazu kommt Marketing, Beast of Dufftown, keine Ahnung, ich weiß nicht, für welchen Whisky sie sich das auch überlegt haben, aber es passt zu keinem einzigen Whisky in der neuen Core Range. Ich hatte hier letztens den Bunnahabhain 20 Jahre Palo Cortado finden stehen. Da habe ich auch über den Preis gelästert und zwar absolut zu Recht. Der hatte einen Ausgabepreis von 270 Pfund, also 300 Euro. Der war nochmal 100 Euro fast teurer als diese Abfüllung hier. Aber der war limitiert.
Der hatte eine entsprechende Aufmachung, der hatte Fassstärke, 54, irgendwas Prozent. Der hatte ein Finish in extrem, also in Fässern, die man sehr selten sieht. Ich glaube, ich kenne eigentlich kaum Palo Cortado gefinischte Whiskys. Ich glaube, von Glengoyne gab es zwei. Von Bunnahabhain gab es noch ein Distillery Exclusive und recht viel mehr Palo Cortado Whiskys kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Von daher, da haben wir nochmal ein besonderes Fass oder sonst irgendwas. Das ist hier einfach nicht gegeben. Hier sind Sherry-Fässer und Whisky-Refill. Wir wissen nicht mal, also die Sherry-Fässer, was für Sherry-Fässer, wir wissen nicht mal, was für Whisky-Refill. Dieser Whisky ist untransparent und meiner Meinung nach gibt es auf dem Markt so viel Besseres für diesen Preis. Ich lästere hier oft über den Preis bei vielen Abfüllungen, egal ob es Bunnahabhain ist. Ja, eigentlich so ziemlich gefühlt die Hälfte der Abfüllungen beschwert sich darüber, dass sie zu teuer sind. Am Ende, wenn jemand bereit ist, für diesen Whisky das Geld auszugeben, hoffe ich, dass er nicht enttäuscht wird. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Preis kann ich ihn absolut nicht empfehlen. Niemandem, muss ich ganz klar sagen. Der 16er und der 12er, die sind preislich zwar auch am oberen Limit von dem, was ich gut finde, aber die sind preislich so, dass man sie empfehlen kann. Der hier nicht. Okay, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich da jetzt zum Schluss so deutlich geworden bin, aber ich kann nichts schönreden, was mir persönlich einfach gegen den Strich geht. Der Whisky ist in Ordnung, absolut. Der Preis ist es nicht. Also dann, man sieht sich. Beim nächsten Mal mit was anderem als einem Mordlach und ja, vielleicht mal mit einem unabhängigen Mordlach. Muss mal schauen, wenn ich einen finde, der mich. Ja, so packt auf Anhieb. Schauen wir mal, ob wir einen unabhängigen Mordlauf noch finden. Also dann, wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.